die Liebe zur Alm war größer und ich wollte einfach das Almleben im Sommer wollte nicht aufgeben. Und somit bin ich bei dem geblieben gewesen und habe es bis heute nicht bereit. Es war ziemlich am Anfang, nach den ersten 14 Tagen, wo ich nachher auf die Herkauer gekommen bin. Und es war so ein wunderschöner Morgen wie heute. Und es war schon wahrscheinlich 6:30 in der Früh, die ganze Welt hat noch geschlafen und ich habe drauf angeschaut. 2-3 Autos habe ich noch gesehen, unten auf der Straße, weit, weit oben. Also hier habe ich jetzt erste Sommer Schafalm übernommen, als mit dem Herdenschutzprogramm. Der Hintergrund ist der, da haben wir ja die Präsenz der Beutegreifer immer größer wird. Müssen wir halt schauen, wie wir unsere Schafe im Sommer ohne größere Verluste auf die Almatier können. Und ich bin da der Hirte eines der Herdenschutzprogramme da im Bezirk Landeck. Wir hirten die Schafe eigentlich den ganzen Tag und die Schafe werden am Abend immer gesammelt und kommen in den Nachtpferch, dass eben in der Nacht nichts passieren kann. Wir haben ja das Problem schon gehabt mit Bär und mit Wolf, dass wir da noch viele getötete Schafe gehabt haben. Und wir versuchen oder probieren das, ob das möglich ist, auf den Almen zu praktizieren, dass wir eben die Schafe jeden Tag einpferchen und den ganzen Tag zu behirten. In der Früh um 6 lasse ich die Schafe aus und nachher bleiben wir dabei. Wir führen die Schafe jetzt so, gelenkte Weideführung. Und bis Mittag können wir mal essen gehen, weil dort die Schafe einmal ruhig sein. Und Nachmittag sind wir dann schon wieder ab 2 bei den Schafen bis am Abend. Kommt das Wetter drauf an, zwischen 7 und 8 kommen die Schafe dann wieder im Pferd. Wir kriegen ja die Hirten für die großen Almen, nicht sprich für die Kuhalmen oder Rinderalmen, geschweige denn noch für die Schafalmen. Es ist ja ein Riesenproblem, die Almen zu besetzen mit Personal. Es gibt schon viele Leute, die glauben, sie möchten das machen, aber länger wie 3 Wochen sind die halt nicht da. Wir sind einfach, wie gesagt, schon 7 Tage in der Woche sind wir da draußen der Natur ausgesetzt. Es ist ja nicht immer schön Wetter so wie heute, sondern es kann ja da auch einmal schneiben, es kann einmal der ganze Tag Nebel sein, was noch viel schlimmer ist, wenn du die Tiere sammeln musst. Und es ist nicht nur schönes Wetter. Ja, sag's noch einmal, die Liebe zum Viech, die Liebe zur Natur und die Freiheit, die man natürlich schon auch genießen da. Man ist mit dem als Kind aufgewachsen, man hat nichts anderes gelernt und man hat das, wie soll ich sagen, lieben gelernt wahrscheinlich und das um nicht mehr losgelassen hat. Ich sage einfach auch an alle Almbauern oder die Almen, lasst jeden probieren, der möchte, als Jugendlicher, dass sie kommen lassen. Wir haben das ja viel auf der Alm gemacht. Wenn ein junger Interesse gezeigt hat, immer geschaut und organisiert, dass der kommen kann. Der andere war 3 Tage da, der andere war 3 Wochen, der andere war 3 Jahre nachher da. Also, jeden einfach irgendwo es nur möglich ist, probieren lassen und ich schauen lassen, ob es was ist für ihn oder nicht.